Nicht alles klappt im Leben und so mussten wir unseren Gustl vor dem Wohnhaus der Familie Schallberger aus Lungern abstellen. Dabei hatten wir uns besonders auf diesen Hof gefreut und diese Vorfreude wurde noch durch die wunderschöne Anfahrt bestärkt. Wie ihr sehen könnt, der Lungener See liegt ganz idyllisch an der Straße. Er macht einfach schon Lust auf Urlaub auf diesem Bauernhof. Hier ein kleiner Rundumblick, links das Wohnhaus der Familie Schallberger und rechts ist der Bauernhof, im hinteren Bereich ist der Kuhstall und vor diesem haben zwei Wohnmobile Platz, um dort eine schöne Zeit zu verbringen. Diese Spuren haben wir hinterlassen. Verdammt steil, also das sieht man hier nicht. Aber die Kante zu der Hofzufahrt, da ist so eine blöde Kuppe drin und mit unserem Radstand komme ich da nicht rüber. Ich habe es probiert, aber das Fahrzeug bleibt dann hängen. Und also für Leute, die einen Dreiachser haben, der länger ist als unserer, ist es sicher kein Problem. Aber wir haben einen extrem langen Radstand. Ich weiß allerdings jetzt nicht, wie lang der ist, aber über 4 Meter, glaube ich. Und da kommt man hier nicht runter. Mit einem Kastenwagen oder mit einem 6 Meter Wohnmobil sicherlich kein Problem. Aber 7,50 Meter und unser Radstand führt dazu, dass wir heute leider wieder abreisen müssen, ohne hier übernachten zu können, obwohl der Hof sehr schön liegt. Ja, wunderbar. Eine ganz tolle Aussicht hat man da von dem Stellplatz aus, ja. Also, die wir jetzt leider nicht genießen können. Über Nacht. Wie über Nacht, meinst du? Gerade haben wir es ja schon genossen. Ach so, ja. Aber halt länger. So meinte ich jetzt natürlich. Also, gehen wir mal zu der Kühe. Ja. Mhm. Man fühlt sich willkommen hier auf dem Hof. Nicht nur von der Familie Schallberger, sondern vor allen Dingen durch den schön gestalteten Eingangsbereich. Dieses kleine Häuschen ist der Verkaufsstand der Familie Schallberger und es ist ganz neu eine Dusche und ein WC eingerichtet worden, extra für Gäste, die hier mit ihrem Wohnmobil Urlaub machen wollen. Also eine Ver- und Entsorgung für Wohnmobile gibt es hier zwar nicht, nein. Aber wie ihr gesehen habt, es ist eine Dusche hier und es ist ein WC hier. Also auch die Kassette könnte man hier zur Not ausleeren. Mhm. Ja, oder darauf natürlich verzichten, wenn man hier auf Toilette geht. Ja, genau. Ja. Und ist wahrscheinlich eher so gedacht. Abwasser ist halt nicht zum Ablassen. Aber wenn der Dusche da ist, dann kommt man vielleicht auch so zurecht. Oder man hält es mal ein paar Tage ohne Wasserablasten aus. Genau. So, und hier ist der Hofladen. Nein, der ist hier. Das ist der Hofladen. Das ist der Hofladen. Ja. Und hier haben wir? Ich denke, dass hier auch gebrannt wird. Ah, das ist die Brennerei. Ja, das sieht man hier so aus, dass hier so Braukessel stehen. Ah, und da ist ein Rum zu verkosten. Wahrscheinlich gleich die Verkostung dazu, ja. Ja. Ja, einen Schnaps werden wir uns noch antun müssen, Ursi. Ja, das auf jeden Fall. Also ja. So wie das hier aussieht, wird es hier noch vollkommen hergerichtet, auch noch für Touristen. Ja, also das wird hier touristisch erschlossen und also macht einen sehr guten Eindruck. Und die Bauernfamilie lernen wir dann auch gleich noch kennen. Mhm. Alle lieben die Ursi. Ja.
da raus, dann ist es wohl zu heiß, gell? Guten Appetit. So, also hier sind wir jetzt am Hof in Lungern, am Lungener See, ist das richtig? Jawohl, ja, das ist der Lungener See. Und da ist die Helen und der Hans Rüdi. Genau. Endlich ein Schweizer Name. Name. Ihr seid also die Bauernfamilie hier, ihr habt Milchkuhhaltung, Milchviehhaltung, ja. Genau. Die Kühe sind jetzt alle noch im Stall, wie wir es gezeigt haben, aber sie kommen jetzt auf die Alm und da gibt es zwei Stationen, eine auf 1300 Meter und eine auf 1600 Meter. Genau. Und da geben die dann Milch, also ist reines Milchvieh. Das männliche Tier kommt zum Schlachthof, also wird als Fleisch verarbeitet. Ja, ja, das vermarkten wir dann selber. Das vermarktet ihr selber, ihr lasst praktisch Lohnschlachten und dann vermarktet ihr das selber. Genau. Dann gibt es guten Schnaps, wie wir auch schon gezeigt haben. Den probieren wir natürlich auch noch. Ja? Mal schauen, ob der auch schmeckt. Und dann gibt es vor allen Dingen zwei Wohnmobilstellplätze. Ja. Das heißt, Gäste sind bei euch willkommen. Für wie viele Tage maximal? Ja, sie können mehrere Tage bleiben, wenn sie möchten. Solange sie wollen. Solange sie wollen. Das es gibt hier keine Einschränkung, auch von der Gemeinde oder vom Kanton aus nicht. Also haben wir zu wenig abgeklärt, aber wir denken, die sagen schon, wenn etwas nicht gut ist. Ja, ja. Also, ist gut. Pragmatische Einstellung finde ich immer gut. Ja? Ja. Ja. So, dann ist hier natürlich ein wunderschöner See. Das heißt, man kann hier Bergwandern machen. Mit Rad ist es ein bisschen schwieriger, oder? Nein, gibt es viel. Eine Bahn? Ja. Also mit Rad machen sie viele Touren. Ah, okay. Gibt es viel auch. Aha. Also so Tagestouren mit dem Fahrrad ist kein Problem. Ist kein Problem. Aber E-Bike empfiehlt sich aber ein Alter von mir, oder? Genau, ja. Genau. Also das ist die ältere Generation E-Bike und die Jungen können ja dann ihre Kraft rauslassen. Genau. Sonst zum Wandern kann man die Lungen Tourenbahn nehmen. Die geht hoch auf den Touren. Ah, wo ist der Turm? Der Turm ist gleich da. Ah, das ist der Berg da, ja. Also und da geht der Bergbahn hoch. Genau. Super. Und da kann man mit dem Fahrrad hinfahren, oder? Genau. Ja, das ist nicht zu weit. Nein, das ist eine Viertelstunde. Ah, okay, also. Mit dem Fahrrad. Aha. Uns gefällt es hier wahnsinnig gut. Wir dürfen furchtbar gerne hier stehen bleiben. Wir können nur leider nicht. Ja. Ich habe es ja schon gezeigt, es ist dieser blöde Bungel, über den wir nicht rüberkommen, aufgrund unseres langen Radstandes. Also das heißt nicht, dass Wohnmobile über 7,50 Meter da nicht rüberkommen. Es liegt ganz allein an dem Radstand und unserer ist extrem lang, weil der Überhang relativ kurz ist für diese Wohnmobillänge. Aber wenn ein Dreiachser mit 8,50 Meter kommt, ich denke, der hat überhaupt kein Problem. Bei uns hat es knapp nicht gelangt. Und der Alternativplatz, den wir auch schon gezeigt haben, der ist zu steil. Jetzt habe ich noch eine Frage zu dem See. Das ist ein relativ kleiner See, aber er hat wahrscheinlich sauberes Wasser. Er hat sehr sauberes Wasser. Er wird im Winter runtergelassen und im Sommer wieder gefüllt. Er ist also blicksauber Wasser. Ist das ein Stausee? Ist ein Stausee, genau. Ja, okay. Ist ein Stausee und da kann man baden und fischen und Bootli fahren. Also Boote gibt es auch. Ihr habt auch ein Boot, aber ihr vermietet es nicht, oder? Nein, das gehört unserem Sohn. Aber wir haben ein Fischerparadies auf dem Kaiserstuhl und die vermieten Boote. Aha, also man kann auch Boote vermieten. Führerschein frei oder mit Führerscheinpflicht? Führerschein frei, glaube ich. Also ist dazu ganz sicher, müsst ihr euch kundig machen, aber davon hängt ja nicht alles ab. Also sicher gibt es eine Body, gibt es auch in Lungen. Am See hinten und da gibt es auch Bootle zu vermieten, also die Bootle wie Pedalos. Die sind führerscheinfrei übrigens. Die sind führerscheinfrei, genau. Hier kann man baden gehen, also fußläufig erreichbar ist eine Badestelle. In 5 Minuten ist man von hier aus im See ja. Zum Baden. Also es ist wirklich sehr schön hier und wenn ich da hochschaue in die Berge, ja, zu den Almen, das ist ein wunderbarer Ausblick. Ihr habt hier ein Paradies und wenn das jetzt für Wohnmobilisten erschlossen ist, dann ist es nur zu begrüßen. Möchtet ihr vielleicht unseren Zuschauern noch irgendwas sagen? Hoflader.
der Hofladen. Also die Ossi erinnert mich gerade mit der Stimme aus dem Hintergrund, ja, Soufflöse. Die Soufflöse Ossi hat mir gerade gesagt, es gibt einen Hofladen, haben wir ja schon gefilmt. Zeigen wir auch die Bilder dazu. Gibt's, ich hoffe, guten Schnaps, wir probieren den dann noch, ja, und dann können wir davon berichten. Wollt ihr unseren Gästen noch was sagen oder unseren Zuschauern? Ja, wir begrüßen alle Camper und auch sonstige Besucher auf unserem Betrieb. Wir zeigen auch gerne unsere Schnapsbrennerei und unseren Hofladen oder Degustationen, die ihr bei uns machen könnt. Und was wir ganz besonders neu brennen jetzt, ist unser Alper Gin. Ja, also das ist ja schon mal ein Angebot. Ihr seid hier herzlich willkommen. Überlegt euch, wenn ihr in der Schweiz seid, es ist ein Platz, den man durchaus empfehlen kann, auch wenn wir nächtlich nicht ausprobiert haben. So. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch. So. Wieder schauen, hat sie gesagt. Ja, es ist jetzt einfach schade. Wir wären sehr gerne hier geblieben über Nacht, aber es war einfach zu steil, wo wir jetzt gestanden sind. Das hätte nichts gebracht und deshalb haben wir uns jetzt einfach entschieden, wir fahren jetzt einfach weiter, obwohl hier natürlich die Aussicht traumhaft ist. Und ich hätte sie sehr gerne noch genossen, morgen zum Frühstück. Aber wer weiß, vielleicht kommen wir mal irgendwann mal mit einem anderen Fahrzeug hierher. Also wir sind ja bekanntlich relativ platzfrei, was Schrägstehen angeht, aber das war uns dann auch zu viel. Ja, ja, leider. Und trotz Unterlegkeile. Ja, leider ist es halt so und deshalb fahren wir jetzt weiter und schauen, dass wir halt irgendwo anders jetzt ein Plätzle finden zum Übernachten. Aber wenn ihr mal hierher kommt, dann schickt uns doch einfach mal eine Mitteilung, wie ihr das hier findet. Also hier kann man so viel unternehmen, wie ihr ja mitbekommen habt jetzt. Und es ist traumhaft hier. Kann mich nur wiederholen. Leider fahren wir jetzt. Also, macht's gut. Bis dann. Tschüss.